Hallo, willkommen zurück zu Bard's Tale. Und ich habe jetzt einen Ohrwurm von dem Lied von dem letzten Part. Ach, das ist auch einfach so genial. Oh, auch noch geritten. Eieiei. Und so endet die Geschichte des Barden. Okay, ich glaube, ich sollte mir hier ein Tier beschwören, was mich ein bisschen unterstützt, weil irgendwie... Au. Au, au, au. Gebt mir ein Ziel. Ei, ei, ei. Okay, also wir müssen wirklich mehr mit den Zaubern arbeiten. Also mittlerweile sind die Gegnermassen schon zu stark, als dass ich auf konventionelle Mittel greifen kann. Angriff! Visiere Ziel an! Verflucht! Der war schon ein bisschen stärker. Also hier ist auf jeden Fall das Zaubermittel möglichst häufig speichern. Ach, da ist ja wieder der magische Fährdienst. Wir werden mal kurz zwischenspeichern, dann werden wir auch noch den anderen Kram an Gegner clearen. Weil wir wollen ja alles mitnehmen, aber... Muss schon sagen, das Spiel ist schon recht schwer. Ihr seid zu schwächlich. Oh. Okay. Glaube, ich muss mal einen anderen Zauber hier nutzen. Die Berittenen sind nämlich ganz schön stark. Mal kurz warten, bis sie weg ist. Das kann ich nicht tun. Noch nicht. Attacke! 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 Angriff! Ei, ei, ei! Ist das böse? Mal sozusagen, unsere Chancen stehen nicht sonderlich gut. Angriff! Attacke! Aua.
Aua. Ah, Dachslederhandschuh als neues Artefakt. Also, der Wald war böse. Guck mal. Quatschtasse. Artefakte. Schwere Handschuhe aus Dachsfell, die dem Träger ein wenig von der Stärke und dem Temperament des Tieres verleihen. Leider riechen sie auch wie ein toter Dachs. Dieser Talisman wurde von dem Trow Fnarf mit einem Zauber belegt, der sein bescheidenes musikalisches Talent verbesserte. Nun, der neue Besitzer des Talismans hat diese Verbesserung mindestens so nötig wie der alte. Schwerer Handschuh. Okay, wir kriegen also ein paar passive Boni dazu. Das ist nicht schlecht. Willkommen, willkommen bei Biskis magischem Verdingsbums in die Zukunft. Oh. Wie bitte? Wie? Was? Ja. Oh, Moment, ihr seid doch der Barf. Mein Bruder hat mir von euch erzählt. Was hat er doch gleich gesagt? Er meinte der Barf. Hey, Kettel, was macht ihr denn hier? Fnarf ist übrigens auf der Suche nach euch. Fnarf reimt sich auf Barf. Vielleicht sollte ich ein Lied über euch zwei schreiben. Ich habe keine Zeit, eurem wirren Gebrabbel zuzuhören. Könntet ihr mich vielleicht über den Fluss bringen? Den Barf über den Fluss bringen? Das war es. Was war noch gleich der spezielle Barfpreis? Ich bin etwas in Eile und in eurem Zustand könnt ihr mich unmöglich auf die andere Seite bringen. Wie wäre es, wenn ich einfach allein mit eurem Boot übersetze? Das ist leider unmöglich. Der Piski ist zu gefährlich für einen ungeübten Seemann. Wie viel hat mein Bruder von euch verlangt? 10 Silber, glaube ich. Ihr habt ihn ein bisschen gedroht, oder? Möglich. Sehr gut. Das hat er verdient. Ich biete euch denselben Preis. Bereit, den Piski zu überqueren? Brechen wir auf. Dann wollen wir mal mit dem See ins Boot stechen. Eieiei. Wisst ihr, als Kapitän dieses Schiffes könnte ich euch zwei beiden Hübschen trauen, wenn ihr das wünscht. So, da wären wir auch schon. Vorsicht beim Aussteigen. Geratet auf den Planken, nicht ins Wanken. So wie er, also. Eieieiei. Der hat auch einen getankt. Oh. Ich glaube, ich sollte mal zwischenspeichern. Weil da hinten steht eine Menge Autschi. Oh. So, was haben wir denn da? Euch kenne ich nicht. Aber Kettle, mein geheimnistourischer Gefährte, wann haben wir uns wohl das letzte Mal gesehen? Wann war das noch? Ich war auf dem Weg nach Juten und, Oh, wartet. Ich weiß es wieder. Ja, es war... Als ihr mir meinen begehrten Besitz entwendet habt, meinen atemberaubenden Adler-Talisman. Ich war das nicht, Fnarf. Dieser Bettler hier hat ihn gestohlen. Ich wollte ihn gerade zu euch zurückbringen. Da zog er mir eins über, nahm ihn mir ab und fesselte mich. Moment mal. Ich habe das Ding erst in Ketils Haus gefunden, als ich kam, um ihn nach Juten zu bringen. Das potenzielle Problem ist leider... Wenn ich euch gehen lasse, halten mich meine frechen Freunde hier für einen Feigling. Sie könnten gar auf den grässlichen Gedanken kommen, diese blutrünstige Bande zu übernehmen. Deswegen werden wir euch auf die Köpfe knüppeln und euren Besitz beschlagnahmen.
Nichts Persönliches. Ihr versteht schon. Wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann sind das größenwahnsinnige Kunal Trow. Schnell! Macht mich los, damit ich kämpfen kann! Na komm, ich denke mal, in dem Fall nicht verkehrt. Na schön, Ketil, aber enttäuscht mein Vertrauen nicht. Schöne Grüße an den Büttel, Trottel! Natürlich nutzte Ketil diese Gelegenheit, um zu flüchten. Okay, wir laden nochmal. Wo waren wir? Ah ja, der Bade hatte... Gut, dass wir einen Zwischenspeicher hier haben. So. Den Teufel werde ich tun. Ihr würdet weglaufen. Seid ihr irre, Mann? Macht mich los, sonst bringen sie uns beide um. Solange ihr zuerst sterbt, kann ich mich vor meinem Tod wenigstens noch amüsieren. Hallo? Spiel? Ich hatte recht. Ihr seid ein Idiot. Und sie werden euch mit ihren Keulen bestimmt noch das letzte Restchen Verstand aus der Birne prügeln. Angriff! Oh, da sind aber echt viele. Attacke! Das hat bestimmt wehgetan. Ich habe noch was Ekliges zu erledigen. Vorerst werde ich euch am Leben lassen. Aber wenn wir uns in Bälde begegnen, werdet ihr nicht so grandioses Glück haben. Trotz der warmherzigen und einnehmenden Persönlichkeit des Barden liefen die Leute weiter vor ihm weg, als hätte er die Pest. Vielleicht würde er eines Tages merken, dass er Freunde fesseln musste, um sie länger an sich zu binden. Fürs Erste würde es mir schon reichen, wenn ich euch endlich das lose Mundwerk zubinden könnte. Zwar war Fnarf entkommen, aber der Barde wurde das Gefühl nicht los, dass er ihn wiedersehen würde. Das ist doch klar. Diese Dinge laufen doch immer so. Würden die Leute einfach hierbleiben und mannhaft ihre Tracht Prügel einstecken, würde mir das wirklich eine Menge Ärger ersparen. Na gut, wir hätten das natürlich wahrscheinlich noch eine weitere Mission kriegen können, ihn nochmal einzufangen. Ich bin echt am Überlegen gerade, ob wir quasi noch die weitere Mission mitnehmen, wenn es eine weitere Mission gibt. Autsch. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ermöglicht es dem Barden, in der einen Hand einen Dolch und in der anderen ein Schwert zu führen. Wenn er geblockt hat, kontert der Barde in einer Halbkreisbewegung.
wodurch sein Gegner zu Boden geworfen wird. Wird mit dem Talent zweihändige Waffen eingesetzt. Wir haben jetzt nämlich den schweren Konter gelernt. Was wahrscheinlich nicht verkehrt ist. Weil das Talent kann ich nämlich schon eher gebrauchen. Haben wir uns natürlich den anderen Kram gar nicht angehört, aber dazu kommen wir ja wahrscheinlich noch. Wie gesagt, ich denke nämlich, dass ich, sobald ich hier das Gebiet geklärt habe, nochmal speichern und dass wir dann gucken, ob wir eventuell noch einen weiteren Auftrag danach haben. Weil wir wollen ja natürlich so viel wie möglich mitnehmen. Autsch. Die Bogenschütze macht zwar mehr Schaden, aber der kleine Blitzi hat einen Vorteil, dass er alles hier lähmt mit seinem Schuss. Ich weiß ja nicht, was das bringt, wenn wir hier die ganze Zeit die Pilze kaputt machen, aber weil ich es kann, mache ich es einfach mal. Ist gerade geknurrt. Oder auch nicht. Autsch. Ich muss zugeben, ich bin jetzt gerade nicht besonders vorsichtig zugange, aber naja. Und da ist der Spielspeicherpunkt. Und da hinten ist auch noch einer. Autsch. Okidoki. Was sagen? Guter Junge. Vier Silbermünzen. Nicht schlecht. So, wir werden jetzt mal einen Zwischenspeicher machen. Dann nehmen wir den hier. Ich möchte nämlich jetzt gerne wo waren mal ein bisschen, wir? Ah ja, der Bade hatte sich wieder einmal zum Trottel gemacht. Und dann... Ah, hier ist die Stelle. Ach, dieser Erzähler. Ich möchte nämlich gerne wissen, ob wir da noch ein anderes Ergebnis kriegen, wenn wir ihn jetzt wirklich mal laufen lassen. So, so. Geben wir erstmal die freche Antwort und dann einmal die nette. Den Teufel! Also gut, Ketil. Ich vertraue euch. Schöne Grüße an den Bütteltrottel! Natürlich nutzte Ketil diese Gelegenheit, um zu flüchten. Mal sehen, ob es noch ein neuer Auftrag kommt. Also ist ein Laden hier. Ich habe noch was Ekliges zu erledigen. Vorerst werde ich euch am Leben lassen. Aber wenn wir uns in Bälde begegnen, werdet ihr nicht so grandioses Glück haben.
Trotz der warmherzigen und einnehmenden Persönlichkeit des Barden liefen die Leute weiter vor ihm weg, als hätte er die Pest. Vielleicht würde er eines Tages merken, dass er Freunde fesseln musste, um sie länger an sich zu binden. Fürs Erste würde es mir schon reichen, wenn ich euch endlich das lose Mundwerk zubinden könnte. Zwar war Fnarf entkommen, aber der Barde wurde das Gefühl nicht los, dass er ihn wiedersehen würde. Das ist doch klar. Diese Dinge laufen doch immer so. Würden die Leute einfach hierbleiben und mannhaft ihre Tracht Prügel einstecken, würde mir das wirklich eine Menge Ärger ersparen. Guck mal, Abenteuerlog. Ja, Fangkittel Sword erneut. Okay. Ja, wir haben tatsächlich eine neue Aufgabe bekommen. Und wieder bin ich siegreich. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist dieser Kittel jetzt schon wieder abgeblieben? Attacke! Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ermöglicht es dem Barden, in der einen Hand einen Dolch und in der anderen ein Schwert zu führen. Der okay. Barde erhält bei jedem Schatz, den er findet, zusätzlich etwas Geld. Eine gefährliche Drehattacke wird mit dem Talent zweihändige Waffen eingesetzt. Ich glaube, der Drehhieb ist tatsächlich sogar besser als die schwere Parade. Das hat dann so ein bisschen was von Legend of Zelda, dass wir mit aufgeladener Waffe rumrennen für einen Drehhieb. Der Drehhieb ist anscheinend gar nicht so schlecht. Interessant ist, dass wir jetzt schon wieder eine neue Aufgabe haben dadurch. Dass wir mal wieder anders reagiert haben. Der schwere Hieb ist auf jeden Fall nicht verkehrt, also dieser Kreisehieb. Frage ist natürlich mit der schweren Parade, ob wir da nicht tatsächlich trotz allem dann noch etwas besser dran sind. Aber andererseits haben wir jetzt auch mal eine Attacke gegen mehrere Gegner. Na, falsche Taste.
Seid ihr bereit an Bord? Brechen wir auf. Ach ja. Ah, wie ich diese Heiler hasse, aber auch bei Diablo und so spielen, also allgemein immer diese Schamanen. Quatsch, das. Ich sollte vielleicht jetzt mal etwas heilen. Das kann ich nicht tun. Noch nicht. Das ist böse. Das ist richtig böse. Wieder bin ich siegreich. Ach. Lässige Biester. Eieiei. Mal sehen, ob der jetzt wieder bei seiner Hütte ist. Nö. Leider nicht. Wo ist denn der? Ach man, ich drück schon wieder die falsche Taste. Diese Steuerung. Das war jetzt ein ungewolltes Grinden.
zum Dienst. Und das, obwohl ich die Augen geschlossen hatte. Mann, anscheinend auch die Buffs die ganze Zeit auf mir. Ach, bleib doch mal stehen hier. Eieiei. Das wird ein etwas längerer Part. Autsch. Bereit, den Piske zu überqueren? Brechen wir auf. Und weiter. Springen wir einfach mal. Ja, würde ich sagen, verlassen wir mal das Gebiet. Weil ich glaube nämlich nicht, dass wir hier gerade noch... ...was machen können. Und dann werden wir jetzt gleich erstmal einen Cut machen. Okay, es leuchtet wieder. Der Barde war in der Stadt Juten nicht länger willkommen. Zumindest nicht, bis er mit dem Schurken Kittel Sword zurückgekehrt war. Okay. Also es kann gut sein, dass wir hier dann nochmal in den Wald rein müssen. Aber ich werde jetzt hier an der Stelle mal einen Cut setzen. Und wir machen dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Bard's Tale. Bis dann.